Action! Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier auf dem Gute Laune Dampfer! Ich bin's wieder, euer Captain der Guten Laune, die Flimmerkiste ist wieder on stage und also unser heutiges Thema ist die rote Karte für Finn der Holzhacker Bartels. Und da gehen wir einfach mal rum und ein paar Stimmen einfangen. Wir sind heute investigativer Journalismus. Darauf kommt es an und da haben wir auch schon unseren ersten Gesprächspartner. Hallo. Hallo, du bist der? Jan. Und weiter? Jan Kaller, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Barmbek. Hobbys? Da haben wir gleich unseren zweiten Gesprächspartner. Du bist der? Hallo. Klößchen. Wir haben heute natürlich das Top-Thema, was die Stadt Hamburg beschäftigt. Die rote Karte für Finn Bartels. Erste Frage, gerechtfertigt? Meiner Meinung nach hebt der Verfahren schon vorher ab. Ich glaube, das haben alle Zuschauer genauso gesehen. Und jetzt steht im Raum diese Strafe. 8.000 Euro. Da muss manch einer ziemlich lang für arbeiten. Da muss eine alte Mutter lange für stricken, sage ich da mal. Ich denke, dem Finn geht es genauso. Und deswegen bin ich dafür, dass, dass das nochmal neu verhandelt werden muss. Es waren ja zuerst 3 Spiele Sperre. Wurde ja durch meisterliches Geschick, Verhandlungsgeschick, würde ich fast sagen, auf 2 Spiele reduziert. Alter, wir müssen jetzt 8.000 Euro aus eigener Tasche zahlen, aber das können wir auch wegbieben. Wie stehst du dazu? Hat sich der Verein da schon angestellt? Mach doch Boller gerade. Ja, ich denke, das von Vereins Seite. Ich denke, dass da von Vereins Seite auf jeden Fall noch ein Angebot kommen wird in die Richtung von Finn Bartels. Geht jemand auf Rolf Tepperwied? Ja. Ziehen wir mal weiter. Kommt einfach mit. Ich nehme euch mit. Boah, ist schwer, die Kamera. So, hier haben wir einen Gesprächspartner aus Frankreich. Le Gage. Oui, oui. Salut. Herr Le Gage, Sie sind ja auch Spieler von dem St. Pauli. Oui. Sie sind von der Veranstaltung. Oui. Von der Hamburger. Oui, oui. Und wir haben heute ein großes Top-Thema. Ich habe gerade schon gesagt, die Stadt beschäftigt mit der roten Karte für Finn Bartels. Sorry, Herr Le. Muss man winken? Ah, oui. Ja? Oui, c'est clair. C'est le Ribéry croissant. Citroën. C'est aussi une baguette. Oui, mais bien sûr, à Paris, sur la Côte d'Azur. Et on a un fond terrible. Dites alors. C'est clair, c'est Ville Partez, eben halt, une croissant de Citroën, à Paris, et à côte droit. Ouais, le gars, le secondaire, c'est extraordinaire. Je pense que c'est extraordinaire. Mais le carte rouge de Ville Partez, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est merde! C'est... Eh, merdique! Oui, oui, c'est clair. Ce n'est pas bon pour Monsieur Bartels, mais le croissant de Paris à côte Citroën est plus important. Fais droit. Merci beaucoup, le gars. Oui.
Aber ich sehe gerade, auf dieser Soiree der guten Laune, wir haben einen Stargast, und zwar Michael Schumacher. Herr Schumacher, heute gar nicht im Cockpit unterwegs. Wie kommt's? Denken Sie, dass Sie Sebastian Vettel auch einholen können? Ja, es wird schwierig dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen. Aber ich verlasse mich da auf meinen Instinkt und hoffe natürlich, dass es dann was wird, ne? Ja, dann wünschen wir, auch wir von der Flimmerkiste wünschen toi 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 in ihrem Superboliden. Wir drücken die Daumen. Schumi, bleib so wie du bist. Danke. Na, er ist gerade beschäftigt, ein Mann des Volkes. Er geht aber den Menschen zu, das ist fantastisch. Sì, una questione, quattro stazioni, è capitano e la carta rossa, rossa stava blu e Salvatore Schillaci. Un momento, è Fabio Morena, come è? Ah, sì, no? Il Mazzucurebe, un momento. Fabio Morena, sì. Ma che dice? Tutto Schillaci? Allora, il Cato Rosso. Allora. Cato Rosso della Fin Bartels. Muy apetato. Arbitro foul. Foul arbitro Fin Bartels. Foul. Allora. Foul Farfan? Bartels? Sì. Carta rossa? Foul. Dopo fin mag. Bravo. Yeah, bravo. Allora. Samuel, bitte. Bitte? Machst du ein Bild mit mir? Ich mache jetzt ein Bild mit der Dame vom... Mit wem? Steffi. Mit Stefanie. Steffi. Ein kleiner Augenblick. Ja, bei mir steht jetzt Christian Bönig vom St. Pauli. Von dem St. Pauli, ja. Ja, die Mannschaft ist sich darüber im Klaren, es ist ein wunderschöner Grillabend, leider ohne Grill. Ja, wie konnte es dazu kommen, dass die Mannschaft vor vollendete Tatsachen gestellt worden ist und hier, ja, ich sag mal, lauwarme Speisen bekommen, wo alle sich schon auf ein schönes Nackensteak gefreut haben? Ja gut, der Busfahrer hat den Grill vorhin abgeholt und ihn dann fälschlicherweise zum Hotel gebracht. Da steht er jetzt, da sind die Steaks, die Rippchen und warten darauf, verspeist zu werden. Das tut uns als Verein natürlich persönlich mir ganz besonders leid, aber ich habe die Nummer vom Busfahrer nicht. Deswegen können wir daran jetzt leider nichts ändern. Das kommt in den besten Familien vor und wir haben heute hier ein Top-Thema, und zwar die rote Karte von Finn Bartels. Ja. Ist die Strafe gerechtfertigt? Hat St. Pauli da mit seinem tollkühnen Verhandlungsgeschick nochmal alles rausgeholt? Sollten wir als Mannschaft einen Sammelaufruf starten? Sollten wir einen Red Card Day veranstalten, in dem wir Spenden sammeln für Finn Bartels, dass er diese Strafe auch aus eigener Tasche wirklich dann auch bezahlen kann? Nein. Warum? Also ich persönlich kenne den Vertrag von Finn Bartels nicht. Kann nicht beurteilen, wie viel Geld er verdient. Ich glaube, dass die Strafe absolut gerechtfertigt ist. Also ich finde, mit 4 Spielen und den 28.000 Euro ist er noch sehr gut, sehr, sehr gut, ja. Also sehr gut gefahren, ja. Und von daher, da muss man auch mal drüber stehen. Da muss man als Mannschaft auch mal sagen, ja, der Junge hat Scheiße gebaut, ja. Da hat er einen ganzen Verein in Mitleidenschaft mitgezogen mit diesem brutalen Foul. Und das gehört so hart bestraft. Ich finde sogar, dass die Strafe noch zu weich ist. Klare Worte. Und jetzt suchen wir einen neuen Gesprächspartner und ich mache mich mal auf die Suche. War das jetzt alles? Darf ich noch mehr sagen? Herr Lechner. Hallo, Herr Lechner. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, wie gefällt es dir heute? Gut. Gut oder sehr gut? Ja, gut, also nicht so gut, nicht sehr gut. Hast du denn auch schon von der köstlichen Currywurst probiert? Nein. Hast du denn überhaupt schon was gegessen? Ja. Und was? 4 Brote und ungefähr 2 Frikadellen.
Das ist eine ganze Menge. Ja, so kennen wir unseren Lelle. Das ist fantastisch. Da bleibt kein Auge trocken. Und ich glaube... Oh, wir gehen weiter zu Charles Taki, habe ich gerade gehört. Die Technik! Wir erleben gerade die Technik. Ja, ich sage, wir machen mal einen kleinen Cut und machen uns auf die Suche nach Charles Taki. Nur so viel sei verraten. Aui, aui, sewa, nga, bayola. Aui, 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 ma, au, nga, eope. Wir haben hier den Leidtragenden. Also nicht Charles neben mir, sondern unser Top-Thema heute, die rote Karte für Finn Bartels. Was kann man veranstalten, um diese unsäglichen 8.000 Euro einzutreiben? Wir haben schon den Red Card Day. Wir wollten schon sammeln gehen. Es sind 2,47 Euro bislang zusammengekommen, Finn. Ist ja mal ein Anfang. Die Mannschaft ist geteilter Meinung. Viele sagen, du bist selbst schuld. Du kannst den Verein nicht dafür verantwortlich machen, dass der alles in die Verhandlungswaagschale wirft, ja, mit Verhandlungsgeschick die Strafe noch reduziert. Das ist undankbar. Ja, ich mache einfach mal deinen Kommentar. Wie stehst du denn dazu? Ja, das habe ich mir gedacht. Um keine Ausrede verlegen, der Finn Bartels. Das sprudelt nur so aus ihm raus. Man weiß gar nicht, ordnet er die Worte vorher oder quasi einfach drauf los. Charles hat auch schon eine kleine Frikadelle hier im Ohr, weil Finn ihm die ganze Zeit da einen abkaut. Aber ja, es bleiben die 8.000 Euro, Finn. Vielleicht kannst du ja Gerald ein bisschen fahren, abarbeiten quasi. Ja, ich bin auch handwerklich begabt und ich kann auch ein, zwei Sachen machen und dann passt das schon, ne? Also ich habe auch gehört, dass Dennis Freunde hat, die auch, ne, die auch Geschäfte erledigen können und so. Aha. Dennis Naki hat also Freunde, die für 50 Cent töten würden zum Ersten und zum Zweiten locker mal 8.000 Euro auftreiben könnten. Wie stellst du das vor? Hast du noch ein paar Haschplatten zu Hause oder ja, da musst du ein bisschen was von deinem Stoff abgeben, um da 8.000 Euro zu generieren. Als Erstes muss ich den Finn meiner Gang vorstellen. Dafür muss er sich erstmal natürlich anders kleiden. Weil so läuft das nicht. Den Haarschnitt müssen wir ändern. Deiner Gang oder deiner Bande? Ja, Bande oder Gang, wie du siehst. Bei euch Polizisten ist das ja jetzt anders ein bisschen, deswegen. Auf jeden Fall, 8.000 ist eine Sache von, wenn du dich gut anstrengst, von 4-5 Stunden. Kein Problem. Also das ist jetzt es Angebot. Ist immer wieder fantastisch, wie das Kollektiv des FC St. Pauli zusammenhält. Das ist geht unter die Haut, das ist Gänsehautatmosphäre. Das ist mehr als der St. Pauli. Ich danke dem Mann für diesen Einstieg in diesen heutigen Abend vom St. Pauli. Und ja, das war's von mir. Der Captain der guten Laune verabschiedet sich heute wieder und ich hoffe, dass ich Sie recht herzlich begrüßen kann auf Mallorca, wenn es wieder heißt, hallo Freunde, da sind wir wieder. Dankeschön.